Porsche-Rekordjahr in der Schweiz. Die über 60-jährige Schweizer Liebesgeschichte scheint kein Ende zu nehmen. Nach dem Rekordjahr 2011 steigen die Porsche-Auslieferungen in 2012 nochmals, und zwar um 12,7%. In nackten Zahlen, das sind 2030 neue Fahrzeuge. Spitzenreiter der Zuffenhausener ist der Cayenne mit 890 Einheiten, gefolgt vom 911 mit über 650 verkauften Autos in der Schweiz. Und der Höhenflug für Porsche könnte auch 2013 neue Rekorde brechen. Im Februar kommt nämlich in der Schweiz der neue Cayenne Turbo S mit 550 PS auf den Markt. Der neue Cayman folgt schon ab dem 2. März. Und mit der Einführung des Mini Cayenne Macan hat Porsche dann noch einen ganz heißen Joker im Ärmel.